Herzlich willkommen zurück zur 10. Folge von Splatoon 2 Octo Expansion. Es geht auch direkt los mit mögen die Propeller niemals rund Propel spüren. Oder falls ich wieder richtig gelesen habe, Propel ist doch egal. Wir machen Fahrer auf den Propeller-Plattformen bis zum Ziel. Und das Ganze wird mit einem Sniper gespielt. Mal schauen, ob das klappt. Sniper sind ja nicht so meines. Das solltet ihr mittlerweile, denke ich, wissen. Ist auch ziemlich teuer, es gibt 1300 Belohnung, also. Sniper macht wieder One-Hit. Was auch immer der zweite Punkt hinten macht, aber okay. Ich will auf zum ersten Checkpoint. Fahr auf den Propellerplattformen bis zum Ziel. Ach, was ist denn das? Ah, okay, die Idee ist cool. Ah! Ich habe keine Tinte mehr. Natürlich extra dämlich. Ah, okay, das haben wir schon mal gehabt in einem Level. Aber ich sag's nochmal, ich finde die Idee ziemlich geil. Okay, und jetzt? Die Musik ist so cool. Hey, das Tor öffnet sich. Ja, toll. Ah, nice. Das war super. Ja, toll. Aber ich hätte gerne einen Checkpoint. Das wäre mir gesagt lieber. Und ich kommentiere auch ziemlich wenig, ist mir aufgefallen, weil das ist tatsächlich anstrengender, als ich dachte. Vor allem, weil sie rotieren. Natürlich, meine Schüsse haben ein Ende, die gehen einfach ewig geradeaus. Wieso denn? Das wäre sich doch locker ausgegangen. Okay, ein bisschen länger warten. Dass man zumindest in die Tinte abtauchen kann. Ich denke, jetzt kann ich darauf stehen. Okay, doch das Rotieren ist natürlich ziemlich schwer alles. Auch wenn es eigentlich, sobald man mal einen Teil davon eingekleistert hat, das Ganze erleichtert. Was aber, denke ich, logisch ist. Komm, geh drauf. Nice. Dann, weil das Ganze sich wieder zurückdreht irgendwann. Natürlich kommt jetzt noch eine Sniper dazu. Ach du Scheiße. Natürlich geht sich das aus bei ihm, aber bei mir nicht. Yes! Gekillt! Verdammt! Ich dachte, es geht sich aus. Verdammt! Nein, es wäre sich ausgegangen. Okay, nice.
Okay, sorry, das ist etwas wenig Commentary. So fast schlimm wie bei der Mario Tennis Aces Folge. Aber es war tatsächlich leichter, als ich dachte. Falls was an meinen Punkten verändert sein sollte, ich habe off-cam ein bisschen gezockt. Und es sollten eigentlich mehr gewesen sein, aber man weiß ja nie bei mir. Noch brav gespeichert und es geht weiter. Wieso ist das? Sniper, Pinsel, toll. Triff alle 7 Kugelschalter, wie gemacht für 8 Kugeln. Billardhalle. Eine Billardhalle? Mal schauen, ob das klappt. Ich tippe ja auf Nein, wegen Sniper. Aha. Wir nehmen mal den Tipp. Die lädt so lange auf, aber das haben ja Sniper so an sich. Und man kriegt sehr viele Leben, das heißt nichts Gutes. 7 Schalter mit begrenzter Tinte. Was? Ah, das ist cool. Wo sind denn 7 Schalter? Ich sehe keinen einzigen. Ach, das sind die 7 Schalter. Und die soll ich alle hitten. Ja, das macht ja Sinn. Ich kann mal hier die erste nehmen. Zweites muss natürlich alles immer sehr gut positioniert sein. Sehr gut. Oh Gott, ist das eine Scheißarbeit. Das ist eine richtige Drecksaufgabe. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Es ist sehr gut, dass der liegen bleibt. Mit so wenig Tinte ist das halt schon ziemlich hardcore. Und vielleicht kann ich ja die eine da drüber ballern, das wäre ganz cool. Wieso gehe ich so rundherum, wenn ich einfach... Ist auch egal. Ja, dass man die nicht aufladen kann, das ist halt schon ziemlich... Ja, und das war's mit der Tinte. Ja, das hat zu wenig. Okay. Ziemlich hardcore. Ziemlich, ziemlich, ziemlich hardcore. Deshalb, was Schüsse angeht, sehr, sehr limitiert. Ja, von den Wänden abprallen lassen. Haha, sehr lustig. Nein, was ist das? Ach komm. Ja toll, jetzt kann ich mir schon abschminken. Ja, die muss ich irgendwie da abprallen lassen. Nein! Falscher Winkel, Dreckskugel. Vielleicht klappt es ja mit der hier. Na toll, das muss ich da noch... Nein! Ich wollte sie doch gerade wieder aufladen. Man hat nur so wenig Schuss, das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Warum kann das nicht einmal klar gut gehen? Toll, jetzt legt sie die Kugel wieder. Jetzt bringt die Kugel sie wieder mitten in den Weg. Jetzt kann ich mit der wieder probieren, auf gut Glück die hier zu treffen. 7 Sachen zu treffen, das ist halt schon hardcore. Sind alle da drüben. Das ist scheiße. Okay, das ist ein voller Tintentank. Das heißt, 2 Tanks haben wir. Das ist nicht nur wenig, das ist fast gar nichts. Er hat die doch berührt! Das wird gewertet. Dann fehlen noch immer 3 und die 3 sind einfach nicht mehr machbar. Ja, wenn eine Kugel da drin liegt. Okay, gut, so kann ich die Tinte wieder zurückgeben. Sieh das Beschissene bei einer Sniper. Die Tinte, die du eingesetzt hast, ist dann halt einfach weg. Sind wirklich wie Billardkugeln.
Aber zwei werden jetzt bleiben jetzt wieder übrig. Ja. Was soll ich denn machen? Sieht ja komplett hardcore. Das ist brutal hardcore. Die eine muss man im Winkel treffen. Ja, ich find's toll, dass sie da einfach drüber rollt. Das ist ganz, ganz groß. Ganz gut von dieser Kugel. Dass die ganze Zeit juckt es sie einfach nicht, was mit ihr passiert, aber jetzt. Natürlich, du könntest da reingehen, darüber gehen und die anderen anstoßen, aber du könntest natürlich auch einfach nichts tun. Weil das ist natürlich einfacher, da hast du schon recht. Toll, die trifft auch nicht. Wobei, vielleicht war das gar nicht so blöd. Das ist gut. Ich habe die eine Kugel noch gar nicht geschossen. Also die Frage, wie kann ich noch auf? Toll, ich habe nicht mehr einen ganzen Schuss. Ich muss den Tintentank also immer verwenden. Ne? Schon bevor es leer ist. Das finde ich gemein, dass man direkt stirbt, wenn es leer ist. Ja, toll, jetzt habe ich noch 3 Schuss. Und 3 Löcher. Es könnte klappen, aber nee, es klappt nie im Leben. Ja, eventuell. Ja, gut. Jetzt mal ohne Verarsche, aber das ist Betrug. Was soll ich denn machen, wenn sie da drin liegen bleibt? Vor allem, ich kann sie ja noch nicht mal treffen von hier. Komm. Yes, es geht. Das hätte ich nie gedacht. Ich meine, sobald sie durch ist, zählt das ja. Und ich kann ja unter Wasser bleiben erstmal. Dass das klappt, hätte ich mir echt nicht gedacht. Oh, gut, das zählt direkt, bevor man explodieren kann. Puh. Dass das noch klappt, hätte ich nicht gedacht. Aber da war jetzt auch ein bisschen Glück dabei. Aber sehr knapp bemessen alles. Sehr, sehr knapp bemessen. Aber gut, dann ist Linie D schon ein Stück weiter komplettiert. Hier haben wir auch schon einiges aufräumen und abräumen. Bruchkiste. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Oh je. Ich hoffe, bewegen sie nicht wieder so verrückt, dass ich wieder ausraste. Das sieht recht human aus. Aha. Na gut, wenn der empfohlen wird. Und die Kisten sind ja aus dem One-Hits, also demnach. Warte, ich habe ein Zeitlimit. Wie viele Kisten sind es denn? 35, das ist brutal viel. Okay. Was? Jetzt, wo ich noch schaffen könnte, geht mir die Zeit aus. Kann ich es überhaupt noch schaffen? Nein, aber es ist machbar. Okay, das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Okay, jetzt habe ich es schon wieder verkackt. Wenn das nicht First Strike klappt, dann ist das natürlich... Kann man es eh gleich vergessen. Ah, die Curling-Bomben. Stimmt, die hätten mir da helfen können. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Komm schon! Jetzt blockiert mich doch nicht permanent. Ja, wenn man ganz jetzt nur aufgehalten wird, absichtlich. Also mit den Curling-Bomben, das ist schon clever. Zumal ja hier der Tinten... Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich hab mich schon wieder verkackt. Ja, komm, ich bring mich um.
Natürlich! Ja, hab ich schon wieder verschissen. Okay, aber ja, Dummheit. Komm, jetzt muss das. Das muss jetzt einfach klappen. Jetzt mit den Curling-Bomben ist ein Scheiß-Tipp. Und jetzt geht. Ich hab doch gerade die Tinte. Diese Curling-Bomben sind so eine dermaßige Scheiß-Idee. Eine so dermaßen beschissene Idee ist das mit den Curling-Bomben. Das ist kommt das. Wieso? Wieso wird einem der Tipp gegeben? Der Tipp schadet. Jetzt mal ohne Scheiß. Der Tipp ist wirklich schlecht. Macht das auf keinen Fall. Es hat einfach so viel schneller. Okay, es könnte jetzt machbar sein. Wenn jetzt die Tinte stimmt. Jetzt mach doch! Jetzt, das ist nicht dein Ernst. Jetzt geht die Tinte aus. Natürlich, meine Verspätung war zu groß. Es lag nicht an der Tinte. Die von euch einfach mal als ausreichend. Ja, man könnte einem auch ein bisschen mehr Tinte geben. Schlechter Start. Das ist halt eigentlich recht easy. Aber ziemlich schwer dargestellt. Jetzt wehe! Geh doch kaputt! Alter, das muss immer unter Stress passieren. Weil man für nichts mehr Zeit hat heutzutage. Oh mein Gott, ich klinge schon wie diese alten Leute, die die neue Generation hassen. Geh kaputt! Alter Schwede. Das war jetzt, glaube ich, reines Glück. Wir haben 400 wieder mal Minus gemacht, weil schweres Level, 500 Punkte, Zahlen, finde ich gerechtfertigt. Kann man gar nichts anderes sagen. Aber dass die DLC teilweise unnötig schwer ist, das haben wir, denke ich, schon. Ja, klar. Bringe den Gästen Benehmen bei. Verteidige die Achterkapsel, Kapselhotel. 2000 Gebühr. Sonst geht es ihnen noch gut. Ja, es ist nur mal so eine Kreuzung, ist eine Linie, die ich schon längst entdeckt habe. Toll. Ich glaube, dass die Insta-Bombe hier besser fährt. Und es ist wieder limitiert. Toll, wie darf ich mir das vorstellen mit dem Verteidiger, die Achterkugel? Ja, etc. Wähle eine Hauptwaffe. So, eine Hauptwaffe. Ich darf eine auswählen. Nehme ich die hier, dann nehme ich die Doppler. Habe ich sonst noch ein Limit? Ich meine, ich kann eine Ulti nehmen natürlich. Was mit der Kugel? Was ist falsch bei euch? Lass mich doch leben. Ich bin direkt dich. Was bist du für eine Höhere? Krepier doch!
Spieler noch ein bisschen unfair. Was macht ihr, Drecks-Octolinge? Hallo, ich bin auf eurer Seite. Jetzt übertreibt mal nicht. Darf ich hier neu beginnen? Natürlich. Ist die Doppel wirklich so gut, oder soll ich den Klickster nehmen? Ich nehme auch den Klickster. Oder ist der auch so unfair? Er hatte ja den Tintenschock und Rüstung hätte ich auch nehmen können. Du kannst gleich mal sterben gehen. Weg mit dir. Schieß dich halt her, du Fagesser. Ah, scheiße. Lass mich doch durch. Wichser. Natürlich haben die auch Ultis. Geht halt noch ein bisschen Ärger ab. Natürlich. Mhm. Vielleicht doch die Duels. Oder ein Schwapper? Hm. Ich denke, dass es hart unfair ist, das kann jeder bestätigen. Ja, egal, nehmen wir mal wieder. Vielleicht wäre es einfach ein Tintenschock ganz clever als Anfangs-Ulti. Rex Octolinge. Ach du Scheiße, und jetzt kommen da die nächsten an. Das sind ja die, die darüber schießen, oder? Das sind die, die sind okay, gut, und jetzt? Jetzt zu dir! Das lässt du schön bleiben. Das lässt du auch schön bleiben. Die lebt noch? Ach komm! Es ist so unfair, vor allem so 8 gegen 1 und so. Nintendo gefällt das. Ich soll dann einfach meine Ulti einsetzen, wenn es knapp wird. Und eine Rüstung hätte ich auch nehmen sollen. Und dann ist die Taktik auch gleich mal gar nicht so schlecht. Du bist die Blasterhure. Dann gehen wir mal da schnell wieder eine Kiste hier. Du bist die Trübrige da. Du bist die mit dem scheiß Regenschirm. Oh nee, das lässt du schön bleiben. Das war jetzt wieder voll umsonst, diese Ulti. Ach scheiße, reck dich. Hör doch auf! Nein, hör auf! Hä? Als ob? Die habe ich doch gar nicht gesehen. Gut, die Waffe ist nicht gut. Aber eine andere... Es gibt einfach keine gute Waffe. Aber na gut. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe eigentlich noch den Besten aus. Toll, da kommt sie schon, die erste. Dass du mir meine Rüstung zerstören konntest, ist eine Frechheit. Jetzt krepier doch mal. Und du lass das bleiben. Was? Du dreckst hinten Stück Scheiße.
Komm her und stell dich denn. Ja, ist klar, gönn dir. Natürlich. Die respawnen ja wieder. Wie unfair, bitte. Wie unfair. Ja, gut. Also, Hilfe nutzen. Ja, hack das. Ja, ist okay. Also, wie gesagt, komplett unfair wieder mal. Dafür muss ich auch noch was zahlen nochmal. Ist klar. Ja. Die Betrugsfolge endet damit. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch lassen, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut auf ganz Social Media Kram vorbei. Betrug ist in the town. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.